Hallo zusammen, hi und herzlich willkommen zum heutigen Thema Krise als Chance, Digitalisierung des Kundendienstes. Mein Name ist Chris Apostel, ich bin als Director für den im Dachmarkt für Guru tätig und bei uns geht es um die Interaktion zwischen Marken und Kunden über verschiedene digitale Kontaktpunkte. Und ich habe heute mal unsere Erfahrungen und Learnings aus dieser speziellen Zeit und den Herausforderungen 2020 mitgebracht, um zu zeigen, was da möglich ist und worauf man achten sollte, um die Krise als Chance zu begreifen und für weitere ähnliche Entwicklungen und Herausforderungen gewappnet zu sein. Ja, was war passiert? Von einem Tag auf den anderen waren einmal die große Händler gezwungen, ihre stationären Geschäfte zu schließen und alles hat sich unmittelbar auf online verlagert. Das heißt, viel Umsatz von offline ist weggebrochen und unsere Partner und Händler waren dahinter, möglichst viel da aufzufangen und zu gucken, dass das online optimal aufgestellt ist, um diesen Ansturm zu bewältigen. Die Leute hatten keine andere Wahl mehr. Das lokale Geschäft hatte geschlossen und waren gezwungen, diese Produkte dann in dem Fall online zu ordern. Zweite große Entwicklung war, dass durch Covid-19 viele, viele zusätzliche Fragen aufgekommen sind, die so nicht zu erwarten waren. Das heißt, das Volumen ist krass nach oben gegangen und viele einfache Fragen kamen rein und die Leute waren unsicher und haben gerade dann viele, viele zusätzliche Fragen gestellt zum Thema Hygiene, zum Thema Lieferzeit etc. Das hat einen großen Effekt. Und drittens ist es so, dass die großen Callcenter, die ja eigentlich so organisiert sind, dass alle Agenten zentral an einer Stelle platziert sind, in einem großen Office. Und es im Prinzip die Ausnahme war, dass Kundenservice Center dezentrales Arbeiten ermöglicht haben und entsprechende Infrastruktur dafür hatten. Und die allermeisten Service Center waren nicht darauf vorbereitet und mussten von heute auf morgen umdenken und eine Lösung finden, wie sie den Service aufrechterhalten, aber gleichzeitig ein Work-from-Home-Konzept ermöglichen und dabei eben die Arbeitsinfrastruktur schaffen und die Leute motivieren. Ja, das waren drei große Entwicklungen, die wir gesehen haben. Kurz zu Guru. Wir betreuen diverse Marken und Partner im E-Commerce besonders, aber auch sehr stark im Telco und Entertainment-Bereich, sprich On-Demand, Filme, Serien, als auch Telekommunikationsprodukte und betreuen auch einige Tourismusunternehmen. Ja, das ist jetzt mal ein konkretes Beispiel aus dieser Zeit. Man sieht, dass sich von Kalenderwoche 11 auf 12 ein dramatischer Effekt ergeben hat. Das Beispiel ist jetzt ein pure Online-Player, ein hundertprozentiger Online-Händler, wo das Serviceaufkommen um 130% nach oben geschossen ist. Und wir haben genaues Monitoring gemacht, wie sich die Reaktionszeit auf unserer Plattform entwickelt und haben gesehen, dass das Ganze super skalierbar ist, dass wir auf der anderen Seite gleich schnelle oder teilweise sogar schnellere Reaktionszeit erreicht haben, trotz dieses riesigen Mehraufkommens. Das zweite Beispiel ist noch viel krasser. Das ist jetzt ein großer Händler, der ein Filialnetz betreibt und auch einen prominenten Online-Shop. Und hier war es so, dass durch den Wegfall der physischen Stores
hat sich alles auf online verlagern müssen und da war die Steigerung um gar 700%. Und hier haben wir im Vergleich jetzt mal die Kundenzufriedenheit angeführt über Konversationen, die über unsere Plattform gelaufen sind, sprich Service und Fragen und Beratungen über Chat, Messaging und Automatisierung. Und hier war es sehr cool zu sehen, dass die Kundenzufriedenheit gleich geblieben ist, so dass das Ganze für den Kunden weiterhin ein gutes Erlebnis war. Das gibt jetzt mal einen Überblick, wie die ganze Guru-Plattform aussieht. Wir haben drei Eckpfeiler. Das ist einmal das Thema Automatisierung, dass wir mit den Daten, welche Fragen kommen ein, welche Themen analysieren diese, was sind Fragen und Themen, wir nennen es Intents der User, die eigentlich einfach und wiederkehrend sind, die wir automatisieren können im Laufe der Zeit. Das zweite ist die Fachcommunity an Nutzern oder Kunden. Das sind dann wirklich zertifizierte Leute, die die Produkte selber im Alltag nutzen oder große Fans sind für Elektronik, für Do-it-yourself und dadurch einen Zertifizierungsprozess laufen, ihr Wissen und die Begeisterung für die Marke unter Beweis stellen und dann als direkte Erweiterung für die Marke mit Kunden interagieren und denen Produktberatung, Produktinspiration, Empfehlungen liefern und auch allgemeine Fragen zum Online-Shop sehr gut beantworten können. Und der dritte Pfeiler ist die Anwendung von eigenen Mitarbeitern und Agenten eben so, wie die Ressourcen es zulassen. Und da haben wir gesehen, dass unsere Kunden typischerweise krass überlastet waren und da sehr viel über die Fachcommunity, sprich die Experten, aufgefangen wurde und die gerade dann die Automatisierung sehr viel geleistet hat. Ja, der besondere Aspekt der Gurus, das ist so ein zertifizierter Experte, der in der Regel ein sehr loyaler Kunde ist, über eine lange Zeit für nah an der Marke ist, das heißt die Produkte regelmäßig bestellt, sehr aktiv im Newsletter ist, seinen Freunden und Bekannten die Marke und die Leistung empfiehlt. Und die wurden dann engaged, die wurden im Rahmen einer Ansprache per Newsletter oder Social Media von unseren Partnern angesprochen und dann durchliefen die einen Zertifizierungsprozess, der auf unserer Seite stattfindet. Ein Tutorial bekommen sie an die Hand, gehen durch ein Online-Assessment, ein Online-Test und dann führen wir noch eine Auswahl von Testberatungen mit diesen Kandidaten durch. Das ist als Beispiel der Marke Betty Bossi. Das ist eine große Lebensmittelmarke der Coop-Gruppe. Und hier war es so, dass sich das Aufkommen vervierfacht hat, weil das Thema viel, viel relevanter wurde. Das Thema Kochen, Rezepte, Lebensmittel hat natürlich einen großen Schub bekommen, dadurch, dass Gastronomien alle zu waren und auch der Besuch des Supermarktes komplizierter wurde. Hier ist der Prozess mal dargestellt. Unser Algorithmus verbindet dann den Besucher im richtigen Kontext und im richtigen Thema mit dem Fachguru, der eine hohe Expertise hat, der live verfügbar ist und die kommen dann ins Gespräch. Das Ganze funktioniert in Sekunden und unser Algorithmus steuert dabei die Qualität. Das heißt, Gurus, die einen sehr guten Job machen und dort sehr live verfügbar sind, die werden als erstes angesteuert. Und das System lernt dann mit der Zunahme der Beratung, die wir unsere Plattform leisten. Also da ist eben auch künstliche Intelligenz Teil der Lösung,
die in den Algorithmus geht und die das Routing auf der Plattform bestimmt. Das heißt, wann ist eine Frage so einfach, dass sie automatisiert beantworten kann? Wann geht es an einen Markenguru? Und wann sollte es an das interne Service-Team gehen? Ja, warum machen die Gurus das? Was ist deren Motivation? Also auf der einen Seite werden sie für jede Beratung, die sie durchführen, incentiviert. Das kann über Guthaben funktionieren. Das heißt, mit jeder Beratung, die auch positiv vom User gesehen wird, sammelt der Guru Guthaben. Das wird über den Monat bei uns gesammelt und das schütten wir dann monatlich an die Gurus aus. Das ist halt Cash, direktes Geld. Oder Option B ist, dass die Gurus in der Markenwelt unseres Partners incentiviert werden. Das heißt, mit jeder Beratung sammeln sie Guthaben, ähnlich wie ein Loyalty-Bonusprogramm. Und am Ende des Monats kriegen sie dieses Guthaben im Kundenkonto gutgeschrieben oder einen Gutscheinwert ausgestellt. Und mit dem können sie dann ihren nächsten Einkauf finanzieren. Aber das ist einer von vielen Motivationsfaktoren, weil wir sehen, dass die Leute einfach eine große Leidenschaft in dem Thema und in den Produkten haben und Spaß daran haben, darüber zu sprechen, anderen Leuten weiterzuhelfen und auch einen gewissen Stolz haben, für diese Marke sprechen zu dürfen und von dieser Marke eben als Guru ausgewählt zu werden. Ja, hier einmal der Bezug zum Thema Automatisierung. Das ist ja ein riesiges Thema, was eigentlich bei jeder Marke, jedem Unternehmen auf dem Tisch liegt. Hier ist unsere Erfahrung, dass die Erwartungen oft zu krass sind, dass das unterschätzt wird, was an Ressourcenaufwand und Kosten dafür eingerechnet werden muss. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gesammelt, indem wir eben das Zusammenspiel haben aus Menschen, die immer ansteuerbar sind, 24/7, und die Automatisierung, die peu à peu aufgebaut und ausgeweitet wird. Und wenn gewünscht und wenn passend zur Strategie, haben wir immer einen direkten Backup-Kanal. Das heißt, die Automatisierung ist in manchen Fällen nicht zielführend für den Kunden. Dann haben wir direkt einen Menschen, den wir als Backup anbieten, der dann auch sofort zur Stelle ist. Ja, das ist eine große Perspektive bei uns, dass wir das ganze Thema auch lösen. Das Ganze läuft dann NLP-basiert. Das heißt, unsere Plattform erkennt den Intent des Besuchers. Geht es jetzt um eine Frage zum Lieferstatus? Geht es um eine Frage, wie ich einen Voucher-Code einlösen kann oder welche Bezahlarten es gibt? Dann definieren wir, welche Aktion dahinter erfolgt und was automatisiert beantwortet werden kann und wo direkt ein Mensch verbunden werden sollte. Ja, so sieht das Ganze dann aus, dass man direkt smarte Regeln aufstellt. Wann wird der Bot als erstes antworten? Wann wird der Bot eingesetzt, um etwas vorzuqualifizieren oder kann viele Fälle direkt lösen? Wann wird der Mensch dahinter angesteuert? Welche Thematik ist dann für das Service-Team? Welche für den Fachguru etc.? In dem Zusammenspiel kann man 24/7 eine schnelle und durchdachte User Experience sicherstellen. Von der Umsetzung ist es so, dass unsere Plattform über ein kurzes Skript eingebunden werden kann via Tag Manager und wir dann die potenziellen Kandidaten der Marke einladen, typischerweise über Newsletter, über Social Media, über Messaging, und wir diese Community dann testen und zertifizieren, was ungefähr 7 Tage dauert und dann den Go-Live umsetzen. Das ganze Projekt ist so
je nach Unternehmensgröße natürlich abhängig. Viele Projekte setzen wir in 2 bis 3 Wochen um oder eben länger, wenn es sehr große Marken sind. Das sind mal 2 Kundenstimmen. Bei Brack, das ist ein großer Online-Händler, Top 5 der Schweiz, wo das gesamte Portfolio von uns im Einsatz ist. Das heißt, soweit vorhanden und im Office werden eigene Berater angebunden. Wenn die nicht in x Sekunden reagieren, geht das an die Fachgurus und alle Zeiten, die nicht intern besetzt werden, werden von Gurus betreut. Und dort sind wir ziemlich weit, haben die Automatisierung immer weiter ausgebaut, sodass das Ganze sehr effizient läuft. Das zweite Beispiel ist NowTV, wo das Thema Skalierbarkeit riesig ist, weil hier geht es um On-Demand-Streaming von Serien. Und je nachdem, welche Serie rausgebracht wird, sehen wir, dass das Aufkommen schnell um 1000% ansteigt. Und hier stellen wir sicher, dass wir eine super Reaktionszeit haben, egal was da ein Aufkommen ist. Das haben wir unter Beweis gestellt und ganz stark den NPS. Das heißt, dass die User Experience unterm Strich sehr gut ist und den Leuten sehr schnell und gut weitergeholfen wird. Ja, und hier kommt es vor, dass es dann weit über 1000 Chats an nur einem Tag sind und den Leuten so aber sehr schnell geholfen werden kann, anders als über eine Service-Hotline, wo sie dann im schlimmsten Fall 30 Minuten warten müssten. Ja, hier ist auch noch der Link zur Case Study. Gerne draufgehen. Mein Kontakt ist auch immer auf den Slides mit drauf. Ja, zusammenfassend war das für uns eine spannende Zeit, um das System unter extremen Bedingungen unter Beweis zu stellen und haben gesehen, dass das höchst skalierbar ist, dass das zu allen Zeiten super aussteuerbar ist und dass diese Mischung aus den drei Faktoren eben super Möglichkeiten schafft und sehr flexibel auf solche Herausforderungen und Krisen eingeht. Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Interesse. Ich würde mich sehr freuen, wenn das spannend ist, dass wir das einmal in einem ersten Austausch intensivieren. Gerne eine kurze Mail schicken oder auch ein Connect über LinkedIn oder Xing senden. Ich freue mich auf die Kontaktaufnahme. Ciao zusammen!